So, heute fangen wir aber nicht zu spät an. Noch eine Minute. Ja, dann würde ich sagen, dass wir anfangen. Willkommen zurück zur relativistischen Quantenfeldtheorie. Und hier ist nochmal eine Zusammenfassung nicht nur der letzten Stunde, sondern der letzten paar Stunden. Wir sind ja momentan beim Thema Renormierung, Regularisierung und Divergenzen in Schleifendiagrammen der Quantenfeldtheorie. Und wir haben zunächst mal überlegt, dass die ganze Quantenfeldtheorie eigentlich angesehen werden muss als eine Grenzwerttheorie von einer Familie von Theorien, die irgendwie regularisiert sind, zum Beispiel auf einem Raumzeitgitter oder in dimensionaler Regularisierung. Und erst die Grenzwerttheorie ist dann eigentlich die physikalisch sinnvolle relativistische Quantenfeldtheorie mit allen wünschenswerten Eigenschaften. Aber die regularisierten Theorien sind die, in denen man die Feynman-Diagramme ausrechnen kann und wo die Feynman-Diagramme endliche Ergebnisse liefern. Und diese endlichen Theorien und regularisierten Theorien lassen sich dann formal charakterisieren durch eine regularisierte Lagrange-Dichte, die dann von Epsilon abhängen wird. Und wir hatten dann überlegt, unter Renormierung verstehen wir zwei Ziele. Nämlich einmal müssen wir eben diese Regularisierungsabhängigkeit so wählen, dass am Ende der Limes Epsilon gegen Null existiert. Und zwar für physikalisch sinnvolle Größen, zum Beispiel für Observablen oder ähnliche Größen, mit denen man physikalisch etwas anfangen kann. Und dabei können in der Lagrange-Dichte selber eventuell Epsilon-abhängige oder sogar divergente Größen auftreten. Andererseits haben wir dann eben die Schleifendiagramme betrachtet in der konkreten dimensionalen Regularisierung. Und da ist hier ein Beispiel nochmal gezeigt für so ein Schleifendiagramm mit zwei Propagatoren und zwei äußeren Linien. Nennt man dann B0-Funktion mit so einer Normierung. Das ist also ein konkretes Integral mit zwei Propagatoren. Ein Propagator hat Impuls Q, der andere Q plus P. Und wir haben zwei verschiedene Massen, M1, M2. Und die d-dimensionale Integration haben wir dann ausgeführt. Wir haben gesehen, wie das funktioniert. Man macht eine Wick-Rotation für die energieabhängigen Integrale und der Rest ist dann rein euklidisch und kann mit Google-Koordinaten ausgerechnet werden, was dann zu 2π-Faktoren und Gamma-Funktionen im Ergebnis führt. Das haben wir verstanden und dann hatten wir auch verstanden, dass solche B0-Funktionen tatsächlich eine 1 durch Epsilon-Divergenz aufweisen, also eine Ultraviolett-Divergenz haben. Aber der restliche Anteil, der jetzt nicht divergent ist, ist natürlich der, der nachher für die Physik interessant ist. Und der ist hier durch so ein Feynman-Parameter-Integral von 0 bis 1 gegeben. Das ist also letztlich wichtig für die Physik und das ist hier für diese B0-Funktion so ein Integral über Logarithmus von μ² durch eine Funktion von x. Und diese Funktion von x ist ein Polynom zweiten Grades, enthält also x und x² und konstante Terme. Und die I-Epsilon-Vorschrift aus den Propagatoren ist immer noch relevant. Und dann haben wir konkrete Beispiele ausgerechnet für die B0-Funktion. Manchmal war es einfach, manchmal etwas komplizierter. Wir haben verschiedene Näherungen auch gemacht für kleine Impulse, große Impulse, positive P-Quadrat, negative P-Quadrat. Und ein kleiner Aspekt ist am Ende interessanterweise aufgetaucht, nämlich im Imaginärteil von diesen Ergebnissen. Und da hatte ich schon argumentiert, den Imaginärteil kann man leicht so verstehen, dass man sich diese Funktion Q von x mal plottet. Für den Fall, den wir betrachtet haben, ist das eine Parabel, die am Anfang und Ende des Integrationsbereichs bei einem gleichen positiven Wert liegt. Der Scheitel der Parabel ist also genau in der Mitte. Und je nach Wert von dem physikalischen p-Quadrat hier, sieht die Parabel so aus und q ist immer positiv. Oder die Parabel sieht so aus und q ist immer noch immer positiv. Oder aber die Parabel geht ins Negative und dann liefert dieser Logarithmus hier einen Imaginärteil. Und wegen der I-Epsilon-Vorschrift ist der Imaginärteil dann das Logarithmus hier, wenn man 1 durch Q macht, rein positiv. Und diese B0-Funktion hat einen definitiv positiven Imaginärteil oder Imaginärteil gleich 0. Und diesen Imaginärteil wollte ich gerade noch mal ganz kurz physikalisch etwas einordnen. Das werden wir später noch mal ausführlicher machen, aber hier erstmal als kurze Andeutung. Dieser Imaginärteil hat eine sehr wichtige physikalische Bedeutung.
Der war ja I mal Pi in dem Beispiel, das wir hatten. Und zwar können Sie sich einen ganzen Prozess mal betrachten, in dem dieses Schleifenintegral eine Rolle spielt. Sagen wir so einen Prozess. Dann haben Sie also einen Prozess, zwei Teilchen gehen rein, zwei Teilchen gehen raus. Dann haben wir hier einen Propagator und hier dann dieses Schleifendiagramm in der Mitte. Und da haben wir gesehen, dass dieses Schleifendiagramm eventuell dieses IP liefern kann. Und wann liefert das eigentlich, dieses IP? Es hängt davon ab, was der Wert von dem Impuls ist, der hier im Propagator fließt. Und der wiederum hängt ja ab von diesen einlaufenden Impulsen im Prozess hier. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir einen Imaginärteil bekommen. Genau dann, falls dieses P-Quadrat größer ist als 4 mal m², wobei die Masse m die Masse von diesen Teilchen hier in der geschlossenen Schleife ist. Und da sehen Sie jetzt, also sagen wir so, diese Teilchen hier, die seien vielleicht andere Teilchen. Ich deute es mal ab mit einer dickeren Linie. Also das seien dicke Teilchen. Und hier in der geschlossenen Schleife fließen also jetzt unsere Teilchen mit der Masse m. Und dann haben wir genau dann einen Imaginärteil, wenn dieser einlaufende Impuls zum Quadrat größer ist als 4m². So, und jetzt gilt eben Folgendes. Genau dann, wenn der einlaufende Impuls zum Quadrat größer ist als 4m², dann ist Folgendes auch möglich. Nämlich, Sie können hier den Prozess haben mit den dicken Teilchen, die einfach streuen und als Endergebnis kommen die zwei Teilchen jeweils mit der Masse m heraus. Nämlich für p² insgesamt größer als 4m² heißt es, dass im Ruhesystem oder im Schwerpunktsystem von diesen beiden einlaufenden Teilchen hier ist die Schwerpunktsenergie größer als Wurzel aus 4m², also größer als 2m. Das heißt, die Schwerpunktsenergie ist dann größer als 2 mal die Ruhemasse von diesem n-Zustandsteilchen. Das heißt, Sie können dann im Schwerpunktsystem tatsächlich diese Teilchen mit der Masse m produzieren. Das ist kinematisch möglich. Wenn aber der einlaufende Impuls p² kleiner ist als 4m², dann ist die Energie am Anfang nicht ausreichend, um zwei Teilchen mit der Ruhemasse m zu produzieren. Das heißt, genau dann, wenn wir hier einen Imaginärteil haben, ist auch dieser physikalische Prozess möglich. So, hier dieses, sagen wir P1, P2, P1 plus P2 zum Quadrat ist gleich dieses P² größer als 4m², bedeutet, dass die Energie von 1 plus 2 im Schwerpunktsystem größer ist als 2 mal die Ruhemasse der Teilchen am Ende, und deswegen ist dieser Prozess kinematisch möglich. Das heißt also, der Imaginärteil von so einem Schleifendiagramm ist verknüpft mit der Möglichkeit für so einen Prozess, und es gilt halt eine genauere Relation, und die folgt aus der Unitarität der S-Matrix. Dass eben der Imaginärteil von so einem Diagramm mit einer geschlossenen Schleife der ist erstmal proportional zum Betragsquadrat für die Wahrscheinlichkeitsamplitude von diesem Prozess. Betragsquadrat. Oder letztlich einfach proportional zur Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess. Das heißt, die Imaginärteile von den Loops sind proportional zur Wahrscheinlichkeit für solche Prozesse. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt null, wenn der Prozess kinematisch unmöglich ist. Und dann haben wir keinen Imaginärteil. Und wenn der Prozess kinematisch möglich ist, dann haben wir einen Imaginärteil. Und die Relation werden wir noch quantitativ mit allen Vorfaktoren herleiten. Aber dadurch verstehen Sie jetzt erstmal, warum es überhaupt so einen Imaginärteil gibt und dass der wirklich eine wichtige physikalische Rolle spielt.
Damit haben wir aber jetzt die B0-Funktion endgültig abgehakt. Wir haben also viele Details der B0-Funktion besprochen. Jetzt nur noch ganz kurz sehr wenige Details zur Dreipunktfunktion C0. Das ist also so ein Schleifendiagramm mit drei äußeren Linien und drei Propagatoren. Sagen wir so, wir haben hier dann einen Schleifenimpuls Q, hier läuft ein der Impuls P1, dann haben wir hier P1 plus Q, hier läuft ein der Impuls P2 und hier läuft dann P1 plus P2 plus Q in dem Propagator. Und dann definieren wir eben I durch 16 Pi Quadrat mal so einer C0-Funktion, die dann abhängt von all diesen kinematischen Argumenten, also P1, P2, M1, M2, M3, wobei das die Massen hier in den Linien sind, hier M1, M2 und M3. Und das ist definiert als genau dieses Feynman-Diagramm mit Zähler gleich 1, also Produkt aus Q² minus M1² mal Q plus P1 zum Quadrat minus M2² mal Q plus P1 plus P2 zum Quadrat minus M3². Und dieses Diagramm oder dieses Integral müssen wir eben auch auf die Masterformel zurückführen und da wenden wir genau die gleiche Feynman-Parametrisierung an wie das letzte Mal, bloß jetzt eben für den Fall von drei Faktoren. Das letzte Mal hatten wir zwei Faktoren. Wenn wir drei Faktoren haben, dann brauchen wir diese Feynman-Parametrisierung mit zwei Feynman-Parametern, x von 0 bis 1 und dy von 0 bis x. Und dann haben wir zwei Fakultät geteilt durch Q² minus ein Polynom Q von x und y, hängt das jetzt ab, und insgesamt geht das dann hoch 3. Und da habe ich auch schon den Integrationsimpuls geschiftet. Q wird zu Q plus irgendeine Funktion von P1 und P2. Sodass wir eine quadratische Ergänzung bekommen und dann haben wir hier die Masterformel. Und ich will jetzt nur angeben, was dann rauskommt für diese Funktion Q von x und y. Die Schritte sind die gleichen wie das letzte Mal, aber das wäre Zeitverschwendung, wenn wir das jetzt hier in epischer Breite ausführen. Dieses Q von x und y ist P1 mal x plus P2 mal y insgesamt zum Quadrat. Plus m1² mal 1 minus x plus m2² mal x minus y plus m3² mal y. Dann wegen quadratischer Ergänzung minus p1² mal x minus y minus p1 plus p2 insgesamt zum Quadrat mal y. Ist also länglich, aber es ist eben wiederum ein Polynom zweiten Grades, diesmal in x und y. Und dieses Polynom taucht jetzt hier in der Masterformel auf. Und wenn wir jetzt die Masterformel nutzen, dann können wir dieses Integral explizit ausrechnen. Und zwar sagt uns die Masterformel, dass das Integral jetzt ultraviolett endlich ist, denn wir haben hier ja Exponent 3. Das hatten Sie auch in der vorletzten Stunde schon bemerkt, dann in der Gamma-Funktion steht dann hier Gamma von plus 1 anstatt Gamma von 0 oder Gamma von minus 1. Das heißt, der Limes Epsilon gegen 0 ist hier direkt möglich und dann gebe ich mal an, das Ergebnis für diese C0-Funktion im Limes Epsilon gleich 0 ist das endlich und wir erhalten dann minus Integral dx dy mit diesen Integrationsgrenzen über h genau 1 durch diese Funktion q von x und y. Das heißt, Sie müssen 1 durch dieses Polynom integrieren. Und das ist natürlich kein extrem triviales Integral. 1 durch ein Polynom liefert dann im ersten Integral Logarithmen und im zweiten Integral dann sogenannte D-Logarithmen, aber das ist alles berechenbar. So, und damit möchte ich einfach kurz abschließen.
mit einer Zusammenfassung von den Divergenzen, die wir bisher gefunden haben, nämlich alle bisherigen 1 durch Epsilon Divergenzen kamen ja aus der Masterformel, aus der Gamma-Funktion, die das Ergebnis der Masterformel war. Und die Divergenzen, die 1 durch Epsilon-Divergenzen aus der Gamma-Funktion in der Masterformel, sind reine Ultraviolett-Divergenzen, die kommen also von der Divergenz für große Impulse in dem Impulsintegral. Bei kleinen Impulsen hatte die Masterformel keine Divergenz, sondern da stand einfach 1 durch Q² minus Groß Q und Groß Q war positiv, da passiert im Integranten für kleine Impulse nichts. Das hier sind also alles Ultraviolett-Divergenzen. Aber am Anfang dieses Kapitels hatte ich ja betont, dass es im Prinzip auch Infrarot-Divergenzen gibt, die großen Abständen entsprechen oder kleinen Impulsen. Und die haben wir bisher hier noch nie gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass Infrarot-Divergenzen für generische Argumente von all diesen Größen hier nicht auftreten, sondern nur UV-Divergenzen, aber für spezielle Kombinationen von Argumenten, da kann es Infrarot-Divergenzen geben. Das heißt also folgendes, Infrarot-Divergenzen können auftreten für spezielle Argumente, also spezielle Werte von diesem Q in der Masterformel. Denn wir hatten da ja gesehen, dass die Masterformel zunächst mal nur für positive Q und bestimmte Werte von der Potenz n definiert war und der Rest war durch analytische Fortsetzung definiert. Und da kann es natürlich sein, dass für ganz bestimmte Werte von Q und n funktioniert die analytische Fortsetzung nicht. Und das wäre dann so eine zusätzliche Divergenz. Und in diesen A0, B0, C0 Funktionen kann das eben dann passieren, wenn wir ganz bestimmte Werte haben von diesen kinematischen Variablen P1, P2, M1, M2, M3. Wenn die eine bestimmte Kombination haben, dann ist das Q so beschaffen, dass diese besagte analytische Fortsetzung nicht funktioniert und dann haben wir eine zusätzliche Divergenz und das ist dann eben eine Infrarot-Divergenz. Also für bestimmte Werte von Q in der Masterformel beziehungsweise spezielle Werte von Pm oder Pi, Mi in den B0-Funktionen oder in den C0-Funktionen. Zwei Beispiele, nur damit Sie es sich vorstellen können. Nehmen Sie diese C0-Funktion und setzen Sie mal ein P1, P2 und alle drei Massen gleich 0. 0, 0, 0 für diese drei Massen und die Impulse P1, P2, die wählen wir so, dass P1 Quadrat ist gleich 0 und P2 Quadrat ist ebenfalls gleich 0. Das heißt, die Minkowski-Quadrate der Impulse sind auch 0 und die Massen sind 0, aber das Skalarprodukt P1 mal P2 ist nicht gleich 0. Das heißt, wir haben nur eine einzige dimensionsbehaftete Größe in dem ganzen Integral, nämlich das Skalarprodukt von den zwei Impulsen und alles andere ist 0. Dann würde das heißen, dass Ihre Funktion Q von xy extrem einfach wird. Fast alles ist 0. Das Einzige, was nicht 0 ist, ist hier das Skalarprodukt P1 mal P2 mal xy, was hier dann auftaucht. Und auch hier taucht so ein Skalarprodukt auf. Das heißt, fast alles fällt weg. Und das, was nicht wegfällt, können Sie integrieren und dann stellen Sie fest, dass dieses Integral hier divergent ist. Und das ist dann so eine Infrarot-Divergenz. Das andere Beispiel, nehmen Sie eine B0-Funktion von P einer Masse, die nicht 0 ist, und einer zweiten Masse, die gleich 0 ist, wie zum Beispiel die Photonmasse. Dann bilden wir die Ableitung nach P² von dieser B0-Funktion, kann man ja machen. Die hängt in Wahrheit nur von P² ab. Also leiten wir nach P² ab und setzen dann die Stelle P² gleich M² ein.
Wenn wir das machen, dann kriegen wir auch eine Infrarotdivergenz. Wenn Sie das Integral anschauen, sehen Sie, dieses Feynman-Parameter-Integral wird dann divergieren. Also das sind zwei Beispiele für infrarotdivergente Fälle. Und in diesen Fällen divergieren dann die Feynman-Parameter-Integrale. Aber die will ich jetzt nicht behandeln, diese Infrarotdivergenzen, sondern einfach nur sagen, unter welchen Umständen die beispielhaft auftreten können. Was ich stattdessen lieber machen will, ist, sollen wir den Vorhang zumachen? Mindestens ein bisschen. So, okay. Oder handeln Sie selbst. Gut. Konzeptionell gibt es noch eine offene Frage, nämlich die Tensorreduktion. Ich hatte nämlich behauptet, dass wir mit der Masterformel alle Einschleifenintegrale ausrechnen können. Und bisher haben wir aber nur gesehen, dass wir alle Integrale ausrechnen können, die eine 1 im Zähler haben und eine beliebige Kombination von Nennern. Denn mit Feynman-Parametrisierung kann man jede Kombination von Nennern definitiv auf die Masterformel zurückführen. Das ist jetzt klar. Und wir haben es für B0 und C0 gesehen. Es ist klar, dass es immer geht. Aber was ist, wenn wir Zähler haben, die nicht gleich 1 sind? Dann müssen wir Tensorintegrale betrachten. Und da gebe ich Ihnen zwei Methoden an, wie man die berechnen kann. Die erste Methode ist Integration by Parts. Oder IBP genannt. Wir wissen, dass allgemein gilt, dass in dimensionaler Regularisierung das Integral über eine totale Ableitung verschwindet. Wegen Translationsinvarianz des Integrals. Shift des Integrationsimpulses ändert nie das Integral, deswegen ist das Integral über so eine totale Ableitung auf jeden Fall null. Und daraus kann man Rekursionsformeln bekommen. Die es erlauben, komplizierte Integrale immer auf einfachere Integrale zurückzuführen. Und ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. 0 ist gleich das Integral über Q von einer totalen Ableitung, d nach dq μ, von irgendeinem Integranten, sagen wir mal so, q nü, geteilt durch q Quadrat minus, was machen wir, q insgesamt hoch n. Was passiert jetzt? Jetzt kriegen wir eine Kombination von Integranten auf der rechten Seite, denn die Ableitung liefert jetzt viele Terme wegen Produkt- und Kettenregel. Also schauen wir mal, was die rechte Seite liefert. Erstens können wir einen Term bekommen, wenn wir den Zähler ableiten. Q nü abgeleitet nach Q mü gibt den metrischen Tensor G mü nü. Also haben wir einen Term G mü nü geteilt durch diesen Nenner Q Quadrat minus Groß Q insgesamt hoch n. Das ist ein Integral und das ist ein skalares Integral, denn im Zähler steht eine Konstante. Das heißt, das können wir mit der Masterformel berechnen. So, es geht weiter. Jetzt leiten wir den Nenner ab nach Quotientenregel. Gibt es dann n mal Nenner hoch n plus 1 mal der inneren Ableitung. Also n mal Nenner hoch n plus 1 mal der inneren Ableitung. Und die innere Ableitung des Nenners ist 2 q μ. Also kriegen wir 2n mal q μ und dann noch das q nü, was vorher schon da stand.
Und jetzt haben wir es geschafft, nämlich wir haben eine Relation, die so aussieht. 0 ist gleich die Summe von einem skalaren Integral mit G-Menü im Zähler plus ein Tensorintegral mit 2 Q-Müs im Zähler. Also können wir das so lesen, dass wir jetzt dieses Tensorintegral zurückgeführt haben auf ein skalares Integral. Und so können Sie immer diese Integration by Parts Relationen nutzen, um viele solche Relationen herzuleiten, und wenn Sie hinreichend viele solche Relationen herleiten, können Sie beliebige Tensorintegrale mit kompliziertester Zählerstruktur sukzessive auf einfachere zurückführen, bis zu dem Punkt, wo Sie nur noch skalare Integrale haben. Also das ist ein sehr allgemeines Verfahren. Und abgesehen von rein numerischen Berechnungen von den Integralen ist das das einzige Verfahren, was in beliebig komplizierten Integralen immer noch funktioniert. Das heißt, das ist das Verfahren, was bei den Rechnungen angewendet wird, zum Beispiel in 4-Loop- oder 5-Loop-Niveau. Da gibt es dann einen Algorithmus dazu, den man auch im Computer implementieren kann. Das ist der Laporta-Algorithmus. Und der ist implementiert in Computerprogrammen wie R, Fire oder Reduce. Solche Programme gibt es da. Und die können für Sie dann beliebige solche Tensorintegrale zurückführen. Das ist also das allgemeinste Verfahren, was aber häufig ein bisschen indirekt funktioniert, weil Sie eben zunächst mal, wenn Sie diese erste Zeile ausrechnen, wissen Sie noch nicht so ganz genau, wo Sie landen, also ob dann jetzt Ihr Tensorintegral, was Sie reduzieren wollen, tatsächlich auf der rechten Seite auftaucht, müssen Sie eventuell ein bisschen rumprobieren oder halt diesen Algorithmus anwenden und so viele Relationen herleiten, bis Sie es endlich geschafft haben, Ihr Ergebnis zu erreichen. Deswegen noch ganz kurz eine zweite Methode, die nicht so allgemein ist, aber die in Einloop-Niveau ausreicht. Die zweite Methode ist das sogenannte Passarino-Feldmann-Verfahren. Und da machen wir auch einfach ein Beispiel. Nehmen wir so eine Funktion bμ mit Argument p m1 m2. bμ, zur Erinnerung, war eben das Integral, ich schreibe es einfach hier oben dazu, bμ erhalten Sie, wenn Sie hier im Zähler qμ haben. Das heißt, der Nenner ist derselbe wie bei der B0-Funktion vom letzten Mal, aber im Zähler haben wir dann eine Potenz Qμ mit einem offenen Index μ. Und das ist eben ein Integral, was wir jetzt zurückführen wollen auf skalare Integrale. So, das ist das Integral, und jetzt machen wir als statt von diesem Passarino-Feldmann-Verfahren einen Ansatz. Wir überlegen physikalisch, mathematisch, was kann eigentlich prinzipiell hier rauskommen? Und die Antwort ist, der Lorentz-Index μ muss ja auf der rechten Seite dann in einer Kovariantenform eine Rolle spielen. Und die einzige Größe, die dann auf der rechten Seite einen Lorentz-Index tragen kann, ist ja der Impuls pμ. Daraus folgt, die rechte Seite ist auf jeden Fall proportional zu diesem Impuls pμ. Und der Rest auf der rechten Seite muss eine rein skalare Lorentz-invariante Funktion sein. Die nennen wir dann b1, und diese Funktion b1 kann jetzt nur noch von p² abhängen und nicht mehr von dem gesamten Impuls pμ, weil das b1 eben skalar ist, Lorentz-invariant. Das ist also der Ansatz. Weil pμ die einzige
Co-Variante ist, die zur Verfügung steht. So, und jetzt gibt es einen quasi Algorithmus, um aus diesem Ansatz die Lösung für das BMÜ und auch die Lösung für dieses B1 zu gewinnen. Und den gehen wir einfach durch. Wir nutzen also jetzt den Passerino-Feldmann-Trick, nenne ich es mal. Und als erstes fangen wir an aufzuschreiben BMÜ. Was passiert, wenn wir BMÜ kontrahieren, nochmal mit einem weiteren Impuls PMÜ? Wenn wir das mit einem weiteren Impuls PMÜ kontrahieren, dann heißt das, dass in unserem Ansatz jetzt auf der rechten Seite steht P² mal der B1-Funktion. Und dann ist die rechte Seite komplett Lorentz-invariant und auf der linken Seite haben wir diese Kombination. Welchen Integralen entspricht das aber? Dieses PMÜ mal BMÜ entspricht dem folgenden Integral, nämlich Integral über Q, PMÜ mal QMÜ im Zähler des Integrals und im Nenner haben wir dann Q² minus M1² mal Q plus P zum Quadrat minus M2². Hier, auf der rechten und linken Seite. Also wenn das gleich ist, dann ist ja das auch gleich. Also Sie haben hier ja P². Pmü, Bmü ist gleich Pmü mal dem da oben. Ja, also das ist gleich. Aber jetzt das Integral, was dem entspricht, bis auf den I durch 16 Pi² Vorfaktor, wäre das. Das heißt, das müssen wir jetzt ausrechnen und das Ergebnis ist dann P² mal der B1-Funktion. Und um das auszurechnen, können wir das hier mal ein bisschen kompakt schreiben. Dieser Nenner hier wird jetzt als D1 bezeichnet, das ist der erste Nennerfaktor. Das ist D2, das ist der zweite Nennerfaktor. Und der Passerino-Feldmann-Trick ist der, dass wir solche Skalarprodukte, die jetzt im Zähler auftauchen, immer auf Kombinationen von Nennern zurückführen können. Hier taucht nämlich auf das Skalarprodukt P mal Q und das taucht hier auch in dem Nenner D2 auf. Also schreiben wir dieses P mal Q als D2 plus ein paar Korrekturterme, so eine Art quadratische Ergänzung. Also hier im Nenner haben wir dann das Produkt dieser zwei Nenner, D1, D2. Und was ist jetzt dieses P mal Q? Das ist erstmal ein halb mal diesem Nenner D2. Denn der Nenner D2 liefert hier 2 mal PQ plus andere Terme. Also ein halb D2 minus, müssen wir dann abziehen, ein halb Q² minus ein halb P² plus ein halb M2². Ja? Das ist schon mal richtig. Dieses Q² ist jetzt auch noch die Integrationsvariable, das können wir auch noch umschreiben. Dieses Q² ist nichts anderes als der erste Nenner D1 plus M1². Also heißt das, dass wir unser ganzes Integral jetzt mal auf die Form gebracht haben. Hier ein halb D2 minus ein halb D1 minus ein halb M1 Quadrat minus ein halb P Quadrat plus ein halb M2 Quadrat geteilt durch das Produkt D1, D2. Und jetzt können wir überall kürzen. Erstens mal gibt es jetzt keine Skalarprodukte mehr, sondern es gibt nur noch komplette Nennerfaktoren im Zähler und Nenner oder Konstanten. Das sind alles Konstanten. Wenn wir es also vereinfachen, dann kriegen wir vom ersten Term ein halb mal 1 durch den ersten Nenner. Und das ist ein skalares Integral von der Form einer A0-Funktion, was wir kennen. Also haben wir das schon mal auf die A0-Funktion zurückgeführt. Zweiter Term, minus ein halb mal 1 durch D2, ist ebenfalls eine A0-Funktion, ist also bekannt. Dritter Term,
und überhaupt alle weiteren Terme, da kürzt sich kein Nenner weg, sondern wir haben einfach im Zähler diese Kombination von drei Konstanten, minus 1/2 m1 Quadrat, minus 1/2 p Quadrat plus 1/2 m2 Quadrat und im Nenner das Produkt dieser zwei Faktoren. Das heißt, das ist eine B0-Funktion, die wir auch kennen, und multipliziert mit einer Konstante, die nicht von der Integrationsvariable abhängt. Also haben wir alles reduziert. Und das Ganze war ja das Integral für dieses Skalarprodukt p μ mal b μ. Und das war gleich unserem Ansatz p² mal b1. Also haben wir jetzt das b1 ausgerechnet. p² mal dieser b1-Funktion ist genau diese Kombination von a0 und b0-Funktionen. Insgesamt 1/2 mal a0 von m1 minus a0 von m2 plus minus m1 Quadrat minus p Quadrat plus m2 Quadrat mal der B0-Funktion. Und das ist es. Das heißt, wir haben das ganze Bμ-Integral auf a0 und b0 zurückgeführt. Und die Aussage ist, dass dies möglich ist für alle Einschleifen Tensorintegrale. Gut, und wir wollen es bei dem Beispiel belassen, denn für unsere nächsten Überlegungen in den kommenden Monaten brauchen wir nicht mehr als das. Aber man könnte natürlich beliebig viel mehr machen. Und ich will auch noch angeben, es gibt auch weitere Methoden. Und ich gebe hier nur mal Abkürzungen an, damit Sie das vielleicht wiedererkennen, wenn Sie es irgendwann mal aufschnappen, zum Beispiel die OPP-Reduktionsmethode oder BCFW-Rekursionsformeln und einiges mehr. Aber das können wir eventuell im nächsten Semester nochmal durchnehmen. Also Feinmetrik auch oder was? Man kann mit der Feynman-Parametrisierung auch bei den Tensorintegralen einiges vereinfachen, aber das haben wir jetzt hier nicht benutzt, sondern dieses Passerino-Feldmann-Verfahren benutzt keine Feynman-Parametrisierung, sondern arbeitet nur auf dem sozusagen höheren Niveau von diesen A0, B0, C0-Funktionen. Aber in dem Moment, wo man dann diese A0, B0, C0-Funktion berechnen will, braucht man Feynman-Parametrisierung. Das heißt, das ist separiert Tensorreduktion auf skalare Integrale. Und skalare Integrale brauchen dann Feynman-Parameter. Aber man kann auch hier Feynman-Parameter nutzen und dann manchmal so ein B0-Integral direkt berechnen, ohne irgendeine Reduktion. Das ist auch möglich, aber das haben wir jetzt nicht gemacht. So, neues Thema. Jetzt wird es ernst, denn jetzt werden wir endlich die Renormierung besprechen, die dazu führt, dass die ganzen Divergenzen wegfallen und wir am Ende des Tages eine physikalisch sinnvolle, endliche Quantenfeldtheorie bekommen, die sich interpretieren lässt und in der man Observablen ausrechnen und dann mit dem Experiment vergleichen kann. Und wir werden das zunächst mal machen an einem ganz einfachen Beispiel, nämlich mit der konkreten Theorie der Phi hoch 4 Theorie, wo die Rechnungen ziemlich elementar sind, aber die Konzepte trotzdem allgemeingültig sind. Danach werden wir es verallgemeinern und schauen, was prinzipiell in der Renormierungstheorie eigentlich gemacht werden muss. Also zunächst mal in der Phi hoch 4 Theorie.
und in Einschleifenordnung. Wir starten mit der Definition der 4-4-Theorie durch die klassische Lagrange-Dichte. L klassisch ist gleich die normale 4 hoch 4 Lagrange-Dichte, 1/2 d mü phi mal d mü phi minus m Quadrat halbe mal phi Quadrat minus g durch 4 Fakultät mal phi hoch 4. Was hat eigentlich die, also phi, phi hoch 4 sagt ja, dass ich 4, also dass der Quoten, den Quotengrad 4 habe. Genau. Was hat das jetzt eigentlich mit dem Higgs-Teilchen zu tun, wenn ich da hinten das Potenzial von Higgs habe und sowas? Also hat das dann mit dem Zerfalls, genau, wie das zerfällt oder was? Was hat, dieser Quotengrad 4 jetzt mit dem Potenzial zu tun, was im Higgs-Feld zum Beispiel hat? Das Higgs ist ein Beispiel für so eine 4 hoch 4 Theorie. Hier ist das eine allgemeine 4 hoch 4 Theorie, die wir unabhängig von jeglicher Anwendung. Ja, die Lagrange-Dichte des Higgs-Feldes ist genau die hier. Bloß, dass das Higgs-Feld dann noch komplex ist anstatt reell. Und es ist auch ein Doublet aus zwei komplexen Einträgen anstatt ein reelles Feld. Aber die Struktur der Higgs-Lagrange-Dichte ist genau die, die hier steht. Und warum das aber so ist, liegt an der Phänomenologie des Standardmodells, beziehungsweise ist eben notwendig, um die Natur korrekt zu beschreiben. Aber hier ist das eine allgemeine skalare Feldtheorie, die wir betrachten, unabhängig von Anwendungen auf die Elementarteilchenphysik. Sozusagen die einfachste, denkbare, nicht triviale Lagrange-Dichte für ein skalares Feld. Insofern wäre eher die Frage, warum ist die Higgs-Lagrange-Dichte identisch mit der einfachsten, denkbaren, ja, nicht trivialen Lagrange-Dichte für ein skalares Feld? Wo habe ich da die vier? Also, da muss ich ja auch dann die entsprechenden Feynman-Diagramme mit dem Quotengrad 4 haben. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was Ihre Frage anstrebt oder bedeutet. Also, das ist identisch zur Higgs-Lagrange-Dichte. Was ist jetzt genau Ihre Frage? Im Higgs-Feld? Ja, genau. Was heißt wo? Wo? In jedem Standardmodellbuch stehen die Feynman-Regeln drin. Was heißt wo? Ich meine hier, da kann ich hinschreiben. Das ist jetzt die Feynman-Regel für Higgs-Felder. Die sieht genauso aus. Aber ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Aber was heißt wo? Also die Feynman-Regeln gibt es, wenn die Frage so gemeint ist, ist es tatsächlich wahr, dass auch für das Higgs genau diese läppischen Feynman-Regeln gültig sind, wie die hier gerade an der Tafel stehen, dann ist die Antwort ja. Das ist genau eine gültige Feynman-Regel für vier Higgs-Felder im Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist so. Ja, wahrscheinlich sind es einfach die Wechselwirkungstheorie. Also haben Sie irgendwas Bestimmtes im Hinterkopf, oder? Also Sie müssen doch irgendwas Bestimmtes im Hinterkopf haben. Ich meine, Sie wollen das scheinbar auf irgendwas beziehen, was Sie kennen, aber ich weiß nicht auf was. Auf jeden Fall ist es halt wahr, dass im Standardmodell genau diese Lagrange-Dichte ein Teil ist und die Feynman-Regeln, die wir hier haben, gibt es im Standardmodell auch und die gelten fürs Higgs. Warum das so ist, kann man auch beantworten. Gut, auf jeden Fall, das hier, wollte ich sagen, bedeutet, dass wir jetzt unterscheiden zwischen klassischer Lagrange-Dichte. Und klassisch bedeutet eben Ordnung h quer hoch 0, also klassischer Grenzfall. Und wie Sie in der Übung gesehen haben, sind eben Loop-Korrekturen proportional zu Ordnung h quer Korrekturen. Das heißt, h quer hoch 0 bedeutet letztlich 0 Schleifen in den Feynman-Diagrammen. Die Feynman-Regeln, die er jetzt schon angesprochen hat, sind eben die,
dass wir einmal eine Propagator-Feynman-Regel haben, ist gleich i geteilt durch p² minus m² plus i epsilon. Und zum anderen haben wir die berühmte Higgs-Selbstwechselwirkung aus dem Standardmodell, aber hier einfach 4er Vertex ist gleich minus i mal g. Im Standardmodell nennt man diese Viererkopplung meistens Lambda und dieses Lambda hat einen bestimmten Wert, der ist jetzt bestimmt dadurch, dass man die Higgs-Masse kennt und der hat phänomenologisch eine sehr wichtige Bedeutung. Ich weiß nicht, ob Sie darauf angespielt haben. Gut, jetzt haben wir die Theorie auf klassischer Ebene definiert und mit dieser klassischen Definition können wir Tree-Level-Diagramme ohne äußere Schleifen problemlos ausrechnen, aber wir können auch mal anschauen, was in Einschleifenordnung passiert und da kriegen wir Divergenzen. Wir haben also einige divergente Einschleifendiagramme, zum Beispiel das hier. Das wäre ein Einschleifendiagramm, was wir in dieser Theorie bekommen. Nämlich hier mit diesem Vierer-Vertex und einer geschlossenen Schleife. Und das liefert natürlich eine, welche Loop-Funktion? Ein Propagator gibt eine A0-Funktion und die ist divergent. Dann haben wir solche Diagramme mit zwei Vierer-Vertices und zwei Propagatoren. Und das liefert eine B0-Funktion. Die ist ja ebenfalls divergent. Dann haben wir Diagramme mit drei Vertices. Drei Vierer-Vertices liefern dann solche Diagramme. Mit sechs äußeren Linien und drei Propagatoren. Und das würde also eine C0-Funktion liefern und die ist endlich. Hat keine UV-Divergenz. Und so weiter. Wenn Sie überlegen, so Sie können keine anderen Einschleifendiagramme hinschreiben mit einer anderen Struktur als die, die ich gerade hatte. Sie haben eben immer eine geschlossene Schleife und an der Schleife koppeln dann beliebig viele solche Vierer-Vertices dran. Und je mehr Vertices Sie haben, desto mehr äußere Linien kriegen Sie und desto mehr Propagatoren und desto endlicher wird es. Daraus folgt, es gibt exakt zwei ultraviolett divergente Einschleifendiagramme in dieser Theorie. Und absolut alle anderen Diagramme sind UV-endlich. Jetzt brauchen wir hier kurz mal einen wichtigen technischen Begriff, nämlich den Begriff von einteiligen irreduziblen Diagrammen. Oder auf Englisch One-Particle Irreducible. Deswegen kürze ich das meistens ab mit 1PI für One Particle Irreducible. Und diese einteiligen irreduziblen Diagramme sind zum Beispiel die Diagramme, die ich hier hingezeichnet habe. Das sind keine vollständigen Green-Funktionen, die aus der Gell-Mann-Loh-Formel und Wick-Theorem folgen, sondern Bestandteile von komplizierteren Feynman-Diagrammen. Und zwar solche Bestandteile, die zusammenhängend bleiben, wenn sie irgendeine innere Linie durchschneiden. Ja, wenn Sie hier diese Linie durchschneiden, bleibt das Diagramm zusammenhängend. Das Diagramm bleibt auch zusammenhängend. Und das Diagramm bleibt auch zusammenhängend, wenn Sie eine innere Linie durchschneiden. Und das ist die Definition von einteiligen Irreduziblen. Also Diagramm bleibt zusammenhängend beim Durchschneiden einer Linie. Und es ist klar, dass für die Divergenzen nur solche einteiligen irreduziblen Blöcke interessant sind. Nur einteiligen irreduzible Diagramme sind interessant für die UV-Divergenzen. Wenn Sie ein beliebiges Feynman-Diagramm hinschreiben, zum Beispiel für irgendeine Green'sche Funktion, dann könnte das so ein Diagramm sein,
Ja, das wäre ein Diagramm für eine Green-Funktion mit 6 äußeren Linien. Dann haben Sie hier, wenn Sie die Linie durchschneiden, zerfällt das Diagramm in 2 unzusammenhängende Hälften. Das ist also nicht einteilig und irreduzibel. Aber dieser Block hier, der ist halt ein einteilig und irreduzibler Bestandteil und in dem steckt die Divergenz, wenn überhaupt. Alles andere hat ja keine Schleifen und deswegen keine Integrale und keine Divergenzen. Weitere Beispiele hier so etwas. Wenn Sie jetzt hier einfach weitermachen, diese Linie, dann ist dieser Anteil halt nicht einteilig und irreduzibel, aber auch vollkommen uninteressant für die Divergenzen und für die Schleifenintegrale. Dafür ist nur dieser Baustein hier interessant. Deswegen reicht es jetzt, einteilig und irreduzible Bausteine anzuschauen. Ja. Nö. Das ist anschaulich klar. Genauer brauchen wir das nicht definieren. Also ich denke, es ist für jedes einzelne Diagramm klar, ob es einteilig und irreduzibel ist oder nicht. Und damit reicht das für uns aus. Und jetzt rechnen wir mal so ein paar Bausteine aus, konkret. Fangen wir an mit der Selbstenergie. Die Selbstenergie wäre also der einteilig und irreduzible Baustein für eine Zwei-Punkt-Funktion. Ja? Entschuldigung, können Sie bloß mal ganz kurz sagen, warum sind A0 und B0 die einzigen, die divergieren und die anderen bleiben endlich? Ja. Genau, also. Ja, also in der Gamma-Funktion hatten wir Gamma von, 2 minus n plus Epsilon gehabt. N war die Potenz im Nenner, aber noch viel anschaulicher, wenn Sie das Integral anschauen, dann geht es halt wie 1 durch q Quadrat wegen einem Propagator und im Zähler haben Sie ja eigentlich d4q. Dann ist das natürlich divergent für große q. Das hier verhält sich wie d4q geteilt durch q hoch 4. Wegen 2 Propagatoren, die beide wie q Quadrat gehen, also ist es logarithmisch divergent für große q. Ja. Okay. Und alles andere hätte dann q hoch 6, q hoch 8 im Nenner und wäre deswegen für große q endlich. So, also die Selbstenergie ist dieser einteilig und irreduzible Baustein und dem gibt man den Namen I mal Sigma. Die Selbstenergie hängt allgemein ab von dem einlaufenden Impuls P, der in dieses Diagramm reinläuft und hier dann wieder rausläuft wegen Impulserhaltung. Und jetzt können wir in der 4 hoch 4 Theorie dieses Diagramm konkret berechnen. Was ist das Diagramm? Wenn wir sagen einteilig und irreduzibel, dann meinen wir wirklich nur den Baustein, der nicht diese äußeren Linien hier enthält, sondern das Diagramm besteht aus dem Produkt von diesem Vertex-Faktor gemäß Feynman-Regeln und dem Propagator hier und dem Integral. Das heißt, wir haben 3 Faktoren. Der erste ist dieser Vertex minus IG und dann haben wir hier einen Symmetriefaktor 1,5, weil wegen Wick-Theorem 2 Kontraktionen hier, Vertauschung von diesen 2 Feldoperatoren, führt zu keiner weiteren Wick-Kontraktion, deswegen haben wir diesen Symmetriefaktor 1,5. Und dann haben wir das Integral über den Schleifenimpuls und der Propagator ist I geteilt durch Q Quadrat minus M Quadrat. Also haben wir hier I mal minus I gibt plus 1 und das Integral ist dann I durch 16 Pi Quadrat mal der A0-Funktion. Also haben wir insgesamt I durch 32 Pi Quadrat mal der A0-Funktion mal G. Gibt I mal G geteilt durch 32 Pi Quadrat mal der A0-Funktion von M. Das ist also das Ergebnis für diese Einschleifen-Selbstenergie in der Phi hoch 4 Theorie. Wenn wir die A0-Funktion jetzt wieder einsetzen, dann haben wir I mal G geteilt durch 32 Pi Quadrat mal dem Ergebnis der A0-Funktion. Und wenn Sie sich erinnern, die war ja dimensionsbehaftet, hatte als Einheit Masse hoch 2, wegen diesem einen Propagator, Masse hoch 2. Und dann
ergab die Rechnung der Gamma-Funktion diese divergente Kombination Groß Delta, 1 durch Epsilon minus ln 4pi plus Euler-Mascheroni-Konstante. Und dann kam hinzu ein Logarithmus plus ln μ² geteilt durch m². Und da sagte ich auch, der ln μ² hat immer denselben Koeffizient wie das Delta. Das sehen wir hier nochmal. Aber μ² im Logarithmus kompensiert durch eine physikalische dimensionsbehaftete Größe. Da kommt hier nur m² in Frage. Deswegen ist diese Kombination klar. Und dann kam noch hinzu nach der Rechnung plus 1. Und dann gibt es plus Ordnung Epsilon Korrekturen, die wir jetzt hier nicht brauchen. Aber das hier enthält 1 durch Epsilon und divergiert für Epsilon gegen 0. Ein wichtiger Punkt ist jetzt hier, dass das ganze Ergebnis nicht von diesem äußeren Impuls P abhängt, der in das Diagramm einläuft. Warum nicht? Weil der Impuls einfach an dem Schleifenintegral vorbeifließt und das Schleifendiagramm überhaupt nicht von P abhängen kann. Also ist das ganze Ergebnis impulsunabhängig, aber insbesondere ist der divergente Anteil impulsunabhängig. Also es ist eine impulsunabhängige Konstante. Nämlich dieses I g durch 32 Pi Quadrat mal m Quadrat mal Delta. Und hier eben der Rest hier sogar auch. Und dass die Divergenz eine impulsunabhängige Konstante ist, ist allgemeingültig und kein Zufall. Dass der Rest impulsunabhängig ist, ist hier aber ein Zufall. Dann das Zweite, die Vertexkorrektur. So machen wir die Vertexkorrektur genauso. Die Vertexkorrektur, da ist zunächst mal individuell dieses eine Feynman-Diagramm hier interessant. In dieses Feynman-Diagramm, das ist ja das nächste gewesen mit zwei Vertices, zwei Propagatoren und einer geschlossenen Schleife. Hier läuft ein der Impuls P1 und hier läuft ein der Impuls P2. Und dann haben wir in dieser Schleife einmal den Propagatorimpuls Q plus P1 plus P2 und hier dann den Propagatorimpuls Q wegen Impulserhaltung. So, und das ganze Ding nennen wir jetzt I mal eine Größe Lambda 4. Und diese Größe Lambda 4, die kann jetzt natürlich nur abhängen von dieser Summe der zwei Impulse P1 plus P2 und sogar auch nur von dem Quadrat davon, also von P1 plus P2 insgesamt zum Quadrat. Davon hängt es ab und diese Größe Lambda 4 definieren wir also durch dieses eine einzelne einteilchen irreduzible Feynman-Diagramm. Wenn wir es ausrechnen, was kommt dann raus? Dann kommt raus erstmal das Produkt der zwei Vertices. Jeder einzelne Vertex ist minus i mal g. Also haben wir minus i mal g zum Quadrat. Dann kriegen wir wieder einen Symmetriefaktor 2, weil wenn wir Wick-Theorem anwenden würden und wir würden diese Felder vertauschen und diese Felder vertauschen, kriegen wir die identische Wick-Kontraktion. Also hätten wir eine Überzählung. Und um die zu kompensieren, müssen wir durch 2 dividieren, wegen Symmetriefaktor. Dann haben wir das Integral über den Schleifenimpuls Q mit den zwei Propagatoren. Und jeder Propagator hat ja noch ein I im Zähler, also kriegen wir I Quadrat im Zähler. Und dann eben Q Quadrat minus M Quadrat und Q plus P1 plus P2 zum Quadrat minus M Quadrat. Okay, und dann haben wir wieder minus i mal plus i gibt plus 1. Also haben wir einfach g Quadrat durch 2. Und das hier ist nichts anderes als die Definition der B0-Funktion. Das heißt, das Ergebnis ist direkt i durch 16 Pi Quadrat mal einer B0-Funktion mit diesem Argument hier. Also haben wir insgesamt ist gleich
i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat, wegen 16 Pi Quadrat mal 2, mal der B0-Funktion mit Argument P1 plus P2 zum Quadrat und 2 mal die Masse m. Also wenn die so aussehen, kommt ja immer das raus, oder wie? Also ich meine, braucht uns jetzt nicht überraschen, weil wir die B0-Funktion gerade daher definiert haben. Ja, nee, sollte uns nicht überraschen. Genau. Also ob das Diagramm so aussieht, mit einem einlaufenden Impuls P, oder ob Sie es so schreiben, wo dann P1 plus P2 einläuft, liefert genau dieselbe Loop-Funktion, weil das Diagramm hier ist ja nur als der Block definiert, der jetzt aus den inneren Linien besteht. Und die sind hier und hier identisch. Was außen kommt, ist nicht Bestandteil von diesem einteiligen, irreduziblen Ausdruck. So, wenn wir hier jetzt genau wie oben auch die Divergenz nochmal aussondern, dann kriegen wir i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat. Und die B0-Funktion, die hatten wir ja ausgerechnet, die lieferte als divergenten Anteil wieder diese divergente Größe groß Delta. Und dann hatten wir einen endlichen Anteil und der war kompliziert. Den hatten wir ja verschiedentlich ausgerechnet für diverse Grenzfälle und die Rechnungen haben halt unterschiedliche Ergebnisse geliefert, je nach Grenzfall. Zum Beispiel traten da Logarithmen auf, Logarithmus von μ², entweder durch eine Kombination von Masse und Impulsen und so zum Quadrat oder weiteren Größen. So was trat da auf. Es traten auch nicht logarithmische Terme im Endergebnis auf. So, aber damit haben wir dieses eine Feynman-Diagramm berechnet und die Divergenz hier ist wieder eine impulsunabhängige Konstante, unabhängig von P1, P2. Wohingegen der endliche Anteil diesmal eine komplizierte Funktion von den Impulsen und den Massen ist. Gut, oder vielleicht hier. Und damit können wir jetzt die Summe von allen einteiligen irreduziblen Diagrammen mit 4 äußeren Linien aufschreiben. Nämlich, das ist nicht das einzige Diagramm mit 4 äußeren Linien, sondern es gibt 3. Einmal das hier mit Linie 1, 2, 3, 4 so verknüpft, plus das hier mit Linie 1, 3, 2, 4 so verknüpft, plus das hier mit Linie 1 und 4 hier verknüpft und 2 und 3 so verknüpft. Aber jetzt haben wir wirklich absolut alle einteiligen irreduziblen Einloop-Diagramme mit 4 äußeren Linien aufgeschrieben. Das sind genau die 3, die es gibt. Und die Summe von den 3 ist jetzt eben die Summe von 3 mal so einem Lambda 4 mit 3 unterschiedlichen Impulsargumenten, nämlich i mal einmal Lambda 4 von P1 plus P2 zum Quadrat plus Lambda 4 von P1 plus P3 zum Quadrat, wenn wir die Impulse immer einlaufend zählen, plus Lambda 4 von P1 plus P4 zum Quadrat. Also unterscheiden das dritte vom ersten? Die Linien sind ja nur die Schneide einer. Hier ist an einem Vertex kommt die Linie 1 und 4 zusammen und hier kommt die Linie 1 und 2 zusammen. Und deswegen läuft hier die Summe von dem Impuls 1 plus 4 ein. Alle Impulse sind einlaufend. Hier läuft ein 1 plus 3, hier läuft ein 1 plus 2. Wenn Sie von Mandelstammvariablen schon mal gehört haben, dann sind das genau die 3 Mandelstammvariablen. Hier hängt das Innere ab von der Mandelstammvariable S, hier von T und hier von U. Und die sind im Allgemeinen alle verschieden.
Und wenn wir jetzt die Divergenz aussondern, dann kriegen wir insgesamt i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat, kommt ja überall vor. Und jedes einzelne Lambda 4 liefert jetzt ein Delta. Insgesamt haben wir also mal 3 Delta plus irgendwelche endlichen Anteile, die in komplizierter Form von allen 4 Impulsen abhängen. Aber die Divergenz ist wieder eine impulsunabhängige Konstante. Und das ist eben sehr wesentlich. So, die Erkenntnis ist also, dass in allen, das sind jetzt ja alle divergenten, einteiligen, irreduziblen Diagramme, die es überhaupt gibt in dieser 4 hoch 4 Theorie. Und alle haben eben diese Eigenschaft, dass die Divergenz immer eine impulsunabhängige Konstante ist. Und daraus folgt, dass die Divergenzen dieselbe Struktur haben in Feynman-Regeln ausgedrückt wie gewöhnliche Feynman-Regeln aus der Feynman-Regel-Tabelle, die wir am Anfang hatten. Das heißt, die Divergenzen kann man absorbieren, indem man ad hoc neue Feynman-Regeln postuliert, die genau den negativen Wert der Divergenz haben und die Divergenz dadurch absorbieren. Das heißt, die können absorbiert werden durch neue Feynman-Regeln. Und diese Feynman-Regeln, die dazu da sind, die Divergenzen zu absorbieren, die bezeichnet man als Counterterm. Feynman-Regeln. So, wie sehen jetzt solche Counterterm-Feynman-Regeln aus, die wir brauchen, um unsere konkreten Divergenzen zu absorbieren? Erstens, in der Selbstenergie hatten wir eine Divergenz, die impulsunabhängig war. Und die Selbstenergie bedeutet einteilig ein irreduzibles Diagramm mit 2 äußeren Linien. Wenn wir jetzt also vom Himmel fallen lassen, diese Feynman-Regel für so einen Vertex, der Vertex für Counterterme wird jetzt hier mit dem Kreuz angedeutet anstatt Punkt. Das ist also eine Feynman-Regel für einen Vertex mit 2 äußeren Linien. Hat genau dieselbe Gestalt wie diese Selbstenergie-Diagramme hier. Und die Summe von den 2 könnte dann einen Gesamtbeitrag zu irgendeiner Green-Funktion liefern. Wenn wir das also definieren als minus den divergenten Anteil, minus i g durch 32 Pi Quadrat mal m Quadrat mal Delta, dann ist die Summe von diesem Feynman-Diagramm plus diesem Feynman-Diagramm endlich. Und dann ist das eben eine Counterterm-Feynman-Regel, die die Divergenz von dem Original-Einloop-Diagramm absorbiert. Und genau das Gleiche können wir machen für die Vierpunktfunktion. Wenn wir also hier die Summe von allen einteiligen irreduziblen Diagrammen mit 4 äußeren Linien hatten, dann gab das eine Divergenz. Und jetzt lassen wir vom Himmel fallen diese weitere Feynman-Regel mit 4 äußeren Linien, so einem x in der Mitte, definiert als die negative Divergenz minus i mal g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat mal 3 Delta. Dann ist die Summe von diesem Feynman-Diagramm und den 3 unten auch endlich. Das heißt, oder vielleicht hier, wenn wir das also vom Himmel fallen lassen, dann gilt, dass eben das hier plus das ist gleich endlich und auch die Summe von den Vierpunktfunktionen diese Summe von den 4 Diagrammen ist ebenfalls endlich.
Und warum ist es sinnvoll, diese Terme alle zu addieren? Das ist eben jetzt störungstheoretisch durch die Potenzen in den Kopplungen zu erkennen. Die Diagramme, die ich hier aufgeschrieben habe, das sind genau alle Diagramme, die eine einheitliche Potenz in der Kopplungskonstante G haben. Nämlich diese Diagramme hier haben G Quadrat, G Quadrat, G Quadrat, G Quadrat und das hier hat auch G Quadrat. Das heißt, die sind alle von derselben störungstheoretischen Ordnung. Die sind, kann man also sinnvollerweise addieren und die Summe ist endlich. Genauso dieses Diagramm ist von der Ordnung G, das ist ebenfalls von der Ordnung G, also ist es sinnvoll, diese Kombination zu betrachten. Das ist eine störungstheoretische Ordnung und die Summe ist endlich. Jeweils eine einheitliche Ordnung in G. Ja, jetzt haben wir also Feynman-Regeln vom Himmel fallen lassen und die scheinen die Theorie endlich zu machen, aber jetzt müssen wir das Ganze formalisieren und solche Feynman-Regeln kann man jetzt wieder aus einer Lagrange-Dichte herleiten. Das heißt, wir können eine Lagrange-Dichte vom Himmel fallen lassen, die genau zu diesen Feynman-Regeln führt. Und das ist dann eine Counterterm-Lagrange-Dichte. L Counterterm. Und die muss ich jetzt so definieren, dass wenn ich Feynman-Regeln ablese, genau diese Feynman-Regeln hier herauskommen. Wie mache ich das? So, wie sieht die Lagrange-Dichte aus, die zum Beispiel diesen Vertex hier liefert? Das ist also ein Vertex mit zwei äußeren Linien mit irgendeinem Vorfaktor. Wie muss dann die Lagrange-Dichte aussehen, um den Vertex zu liefern? Feynman-Regeln ablesen, Sie haben es vorhin auch gesagt, ist ja immer so, dass für jede Potenz des Feldes gibt es dann eine äußere Linie in der Feynman-Regel. Ja. Genau, Phi Quadrat, zwar Phi Quadrat mal 1/2 wegen Symmetriefaktor und dann muss der Vorfaktor vor diesem 1/2 Phi Quadrat muss genau bis auf den Faktor i das da unten sein. Das heißt, ich schreibe minus g durch 32 Pi Quadrat mal m Quadrat mal Delta mal 1/2 Phi Quadrat. Und dann liefert mir das übliche Ablesen von Feynman-Regeln genau die Regel hier unten. Wie muss ich es machen für die Vierpunktwechselwirkung? Um so eine Vierpunktwechselwirkung zu erhalten, brauche ich natürlich Phi hoch 4 mal 1 durch 4 Fakultät wegen Symmetriefaktor und dann muss eben der Vorfaktor davon genau das sein, was hier steht, bis auf das i, also minus g Quadrat durch 32 Pi Quadrat mal 3 Delta. Das ist jetzt unsere Counterterm-Lagrange-Dichte. Erkennen Sie irgendwas an den Termen, die Sie hier sehen? Also wenn man mal wegzoomt, dann sieht man einen Phi-Quadrat-Term und einen Phi-hoch-4-Term. Was sagt uns das? Das sind ja genau die Terme, die auch original in unserer klassischen Lagrange-Dichte aufgetaucht waren. Da hatten wir m Quadrat Phi Quadrat und g durch 4 Fakultät mal Phi hoch 4. Das heißt, wir kriegen hier Terme, die von genau der gleichen Gestalt sind, wie die original auch schon da waren, bloß mit neuen Koeffizienten. Das heißt, diese Koeffizienten hier modifizieren einfach die Vorfaktoren in der Original-Lagrange-Dichte. Das hier modifiziert den Massenterm. M Quadrat wird jetzt ergänzt durch das hier. Und das modifiziert den G-Term. G wird also ergänzt durch diesen Term. Das heißt, wir können das auffassen, das Ganze hier, als eine Korrektur minus Delta M Quadrat, die also die Masse in der Lagrange-Dichte ändert. Und das Ganze hier
können wir auffassen als eine Korrektur minus Delta G, die die Kopplungskonstante ändert. Und dann können wir die Counterterm-Lagrange-Dichte, will ich nicht nochmal aufschreiben, aber die könnte man mit diesen Delta-Symbolen kompakt schreiben, aber wir können auch eine Summe bilden, L klassisch plus L Counterterm. Wie sieht diese Gesamt-Lagrange-Dichte dann insgesamt aus? Die hat die folgende Gestalt, 1/2 mal dem kinetischen Term d phi d phi, dann minus m Quadrat halbe phi Quadrat minus g durch 4 Fakultät mal phi hoch 4 und jetzt kommt hinzu minus Delta m Quadrat halbe mal phi Quadrat minus Delta g durch 4 Fakultät mal phi hoch 4. Das ist jetzt die Gesamt-Lagrange-Dichte. Und da sehen Sie, die Addition dieser Counterterme führt effektiv einfach zu einer Modifikation des Massenquadratterms und des Kopplungsterms. Das ist alles. Das heißt, man kann das auch so sagen, dass das eben einer Transformation entspricht, einer sogenannten Renormierungstransformation, das entspricht also der Ersetzungsregel. M Quadrat wird durch M Quadrat plus Delta M Quadrat ersetzt. G wird durch G plus Delta G ersetzt in der original klassischen Lagrange-Dichte. Und so eine Ersetzung nennt man Renormierungstransformation. Das heißt, wir sehen hier Stück für Stück anhand unseres expliziten Beispiels, dass man Counterterme konstruieren kann. Die Counterterme lassen sich als Lagrange-Dichte interpretieren und die Lagrange-Dichte lässt sich sogar über so eine einfache Ersetzungsregel oder Renormierungstransformation aus der Original-Lagrange-Dichte gewinnen. Und dann gewinnt das Ganze natürlich auch sukzessive an physikalischer Interpretation. Ja, bevor wir dann zum nächsten Schritt kommen, würde ich das Ganze ein bisschen zusammenfassen und noch ein paar Beobachtungen Ihnen anschreiben, die wir dann nützen können, um das nächste Mal Verallgemeinerungen und den absolut allgemeinen Fall zu diskutieren. So, die erste Beobachtung ist also, dass wir so eine Counterterm-Lagrange-Dichte finden konnten, die die Divergenzen absorbiert. Und diese Counterterm-Lagrange-Dichte hat halt überhaupt die Form von einer Lagrange-Dichte. Die hat nämlich eine relativistische Gestalt und eine lokale Gestalt mit lokalen Produkten der Art phi Quadrat von x oder phi hoch 4 von x. Das heißt, dieses L-Counterterm ist relativistisch und lokal, allerdings epsilon-abhängig. Und das ist eine erlaubte Form für eine Lagrange-Dichte. Ein Beispiel für, ja? Ja, divergiert für epsilon gegen 0, ganz genau, richtig. Die divergiert für epsilon gegen 0. Aber für endliches Epsilon ist es eben eine vernünftige Lagrange-Dichte. Jetzt hier nur als Ausblick, also eine nicht lokale Lagrange-Dichte wäre eben sowas, dass die Lagrange-Dichte am Punkt x wäre ihrerseits vielleicht noch so ein Faltungsintegral d für y über phi von x mal irgendeinem Kern k von x minus y mal phi von y. Okay. So, das wäre natürlich nicht lokal. Und wenn Sie jetzt in den Impulsraum gehen, die Fourier-Transformation davon würde dann im Impulsraum liefern eine Feynman-Regel für zwei äußere Linien als Funktion des Impulses P. Und die Feynman-Regel wäre dann I mal die Fourier-Transformation von dieser Funktion K von x minus y, K Schlange von P.
Und wenn es eben so ein nicht-trivialer Kern ist, dann kriegen Sie hier irgendeine beliebige nicht-triviale Fourier-Transformation, also kein Polynom in dem äußeren Impuls. Wann kriegen Sie ein Polynom im äußeren Impuls oder wann kriegen Sie hier eine Konstante? Wir hatten hier ja Konstanten. Konstante bedeutet, dass diese Kernfunktion hier eine Delta-Funktion von x minus y ist, denn die Fourier-Transformation von einer Delta-Funktion ist die 1. Wann kriegen Sie hier ein Polynom von p? Ein Polynom kriegen Sie dann, wenn das hier eine Ableitung der Delta-Funktion ist. Und die Fourier-Transformation von einer Ableitung liefert dann ein Polynom im Impuls. Und wann immer Sie hier etwas haben, was weder eine Delta-Funktion noch eine Ableitung der Delta-Funktion ist, sondern wirklich etwas Nicht-Lokales, wo verschiedene Punkte x, y verknüpft werden, kriegen Sie hier eine nicht-polynomiale Feynman-Regel. Also nicht-polynomiale Feynman-Regel entspricht einer nicht-lokalen Lagrange-Dichte. Und das ist nicht aufgetaucht, sondern es sind nur lokale Terme aufgetaucht, beziehungsweise Konstanten im Impulsraum. Das ist die erste Beobachtung. Was war der Grund dafür? Der Grund ist halt technisch, dass die Divergenzen, die in den Integralen auftauchen, ja auch impulsunabhängige Konstanten sind. Das haben wir ja immer gesehen und betont. Und im Allgemeinen sehen Sie jetzt an dieser Überlegung, dass wir sicherstellen sollten, dass die Divergenzen vielleicht nicht unbedingt Konstanten sein müssen, aber mindestens Polynome im äußeren Impuls. Denn das entspricht dann im Ortsraum entweder der Delta-Funktion oder Ableitung von Delta-Funktionen. Also im Allgemeinen sollte hier rauskommen ein Polynom in den Impulsen. Zweite Beobachtung. Das war das Letzte. Wir haben dann gesehen, dass die Lagrange-Dichte, die entsteht, enthielt halt Phi-Quadrat-Terme und Phi-hoch-4-Terme. Genau die Terme, die in der Original-Lagrange-Dichte auch schon drin standen. Deswegen ließen sich diese Terme über diese Renormierungstransformation interpretieren. Also lassen sich über diese Renormierungstransformation Transformation erzeugen oder interpretieren. Drittens, die Terme, die in den Counterterm jetzt auftauchen, die sollten wir immer streng als eine bestimmte Ordnung in der Kopplungskonstante G auffassen. Und deswegen hatte ich hier betont, dass eben die Feynman-Regel, die hier in dem Delta m Quadrat steckt, die ist proportional einer Potenz g, entspricht Einloop-Ordnung. Das hier ist von Ordnung g Quadrat, aber relativ zu dem Original g entspricht es auch einer Einloop-Korrektur. Die haben also immer eine bestimmte höhere Ordnung in den Kopplungskonstanten. Also die sind von höherer Ordnung in G bzw. in H quer. Also jeder Loop liefert eine Potenz von H quer und in dem Sinne sind diese Counterterm-Feynman-Regeln alle von der Ordnung H quer hoch 1. Und letztlich, sehr wichtig, die Divergenzen fallen eben weg. Ich hatte vorhin schon zwei kleine Beispiele aufgeschrieben, wie eben diese neuen Counterterm-Feynman-Regeln dann die Divergenzen der Loop-Integrale wegheben. Das gilt dann eben auch für alle komplizierteren Einloop-Diagramme. Ich gebe nur ein Beispiel an, wie das dann zusammen sich fügt. Also alle Einloop-Divergenzen fallen nun weg, und sogar in Green-Funktionen, die nicht einteilchen irreduzibel sind. Also nehmen wir an, irgendeine 6-Punkt-Funktion zum Beispiel,
also eine Green-Funktion mit 6 äußeren Beinen. Da müssen Sie alle Feynman-Diagramme aufaddieren, die 6 äußere Linien haben und die von einer bestimmten Ordnung in der Kopplungskonstante sind. Also hier zum Beispiel dann so ein Diagramm. Das wäre jetzt ein Beitrag zu dieser 6-Punkt-Funktion mit 3 Vertices, also von der Ordnung g hoch 3. Und dann gibt es eben jetzt nach den neuen Feynman-Regeln ein zusätzliches Diagramm, welches so aussieht. Und das ist ebenfalls von der Ordnung g hoch 3. Denn dieser Vertex hier, das Delta m Quadrat war das, war von der Ordnung g, also ist das insgesamt ein Diagramm der Ordnung g hoch 3, genau wie das. Und die Summe der 2 ist endlich. Und so können Sie für jedes beliebige Diagramm mit einer Schleife jetzt ein passendes Counterterm-Diagramm von derselben Ordnung finden, was die Divergenz dann weghebt. Also die Summe von den 2 ist endlich. Und wenn Sie alle weiteren Diagramme aufschreiben, dann wäre die Summe auch endlich. Anderes Beispiel, zum Beispiel hier dieses Diagramm, wäre dann auch ein weiterer Beitrag zu derselben 6-Punkt-Funktion. Hier 6 äußere Linien, eine geschlossene Schleife. Und dann gibt es eben hier mehrere Diagramme von dieser Gestalt. Sagen wir, diesen Loop, den kann man ja immer auf 3 Arten einbauen, zum Beispiel so. Plus dann das hier. Und diese Summe der 3 Diagramme ist jetzt natürlich divergent und die Divergenz enthält dieses 3 mal Delta. Und dann kommt hinzu dieses eine Counterterm-Diagramm mit diesem Counterterm-Vertex. Und dann ist die Summe dieser 4 Diagramme insgesamt endlich. Und so fügen sich also jetzt die normalen Diagramme mit den Original-Feynman-Regeln, die Tree-Level-Kopplungen enthalten, zusammen mit den Counterterm-Diagrammen, die Ordnung H-Querterme enthalten. Und die Summe ist immer endlich. Das ist jetzt hier zwar nur ein Beispiel, aber Sie sehen im Prinzip, wie das funktionieren würde für beliebig komplizierte Diagramme, denke ich. Wollen Sie noch ein Diagrammbeispiel sehen? Intuitiv erstmal klar, wie die Divergenzen dann wegfallen können. Und in der nächsten Stunde werden wir das Ganze eben systematisieren auf 2 Arten. Die eine Systematisierung ist, was ist jetzt die prinzipielle Vorgehensweise bei einer beliebigen Theorie, die wir aus diesem Beispiel heraus extrahieren können? Wie konstruiert man sich diese Counterterm-Lagrange-Dichte? Wie macht man so eine Renormierungstransformation? Und was ist dann die allgemeine Struktur von Looprechnungen? Das ist die eine Sache. Die zweite allgemeine Frage ist, was passiert dann in Multiloop-Rechnungen mit vielen Schleifen? Ist es denn wirklich wahr, dass die Divergenzen dann immer diese Struktur haben, dass sie von solchen lokalen relativistischen Lagrange-Dichten weggehoben werden? Das ist natürlich eine nicht triviale Frage und da ist dann letztlich ein mathematisches Theorem gefragt, was genau das besagt und was man eben mathematisch beweisen muss, dass in beliebigen Ordnungen diese Schleifenintegrale plus solche Counterterm-Diagramme dann immer zu endlichen Kombinationen sich ergänzen. Das sind die 2 Verallgemeinerungen, die wir dann in der nächsten Stunde machen. Aber vieles, was an dem Beispiel jetzt vorgekommen ist, entspricht schon weitgehend dem allgemeinen Fall. Also haben Sie hier eine Blaupause, wie solche Looprechnungen und Counterterm-Behandlungen im Endeffekt funktionieren. Okay, gut, dann bis nächsten Donnerstag.